Aggregates sind Geflechte von Entities und Value Objects, die man benutzen kann, um zum Beispiel zu entscheiden, was man von seinem Domain Layer nach außen hin freigeben möchte. Und was man dabei beachten muss, das kommt jetzt. Nach dem Domain-Driven Design ist die Serverseite in Schichten unterteilt. Wir haben den Domain Layer, wo die hauptsächliche Domänenlogik angesiedelt ist. Wir haben auch noch einen Application Layer, der dazu da ist, um diese Domänenlogik nach außen hin darzustellen. Wir nehmen mal an, dass wir in diesem Application Layer eine Anzahl von REST-Services implementieren. Was das genau ist, werden wir in einem späteren Video noch anschauen. REST-Services ist das, was zum Beispiel ein Client, ein Web-Client ansprechen würde. Und dann haben wir, wie schon gesagt, die Funktionalität, die wir in der Domäne finden. Wir haben diese Funktionalität aufgeteilt in eine Anzahl von Entities und Value Objects. Und wenn wir diese REST-Services mit der Domänenlogik verbinden wollen, dann müssen die Service-Klassen die Entities und Value-Objekte rufen. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die uns nicht so richtig gefallen können. Das eine ist, wir haben eine ziemlich große Menge von solchen Entities und Value-Objects und nicht alle sind in gewisser Weise gleich wichtig. Es gibt schon so ein paar, die herausstechen, weil sie in gewisser Weise größere Konzepte darstellen. Die würde ich gerne in irgendeiner Form besonders behandelt wissen. Das zweite ist, es gibt eine gewisse Menge von Entities und Value Objects, die will ich eigentlich gar nicht nach draußen zeigen, weil sie vielleicht interner darstellen, die ich nur intern verwenden möchte. Denken Sie zum Beispiel an personenbezogene Daten in jeder Art von E-Commerce-Anwendung. Bei solchen personenbezogenen Daten sind Sie schon rein rechtlich verpflichtet, sehr genau aufzupassen, was Sie wie lange speichern und insbesondere auch, was Sie in Form von solchen REST-Services nach draußen geben. Sie hätten also gerne schon ein bisschen Kontrolle darüber, welche der Entities Sie wirklich nach draußen exposen. Und dann gefällt Ihnen wahrscheinlich auch nicht, dass diese REST-Services so relativ kreuz und quer durch die ganze Domänenschicht auf irgendwelche Entities zeigen. Es wäre also von Vorteil, wenn wir in dem Domain-Layer eine gewisse Struktur hätten. Diese Struktur findet sich auch. Man findet immer gewisse Cluster, die in irgendeiner Form etwas mehr miteinander zu tun haben. Und diese Cluster, diese Verbände von zusammenhängenden Entities, die nennt man Aggregates. Und die Idee ist jetzt, dass REST-Services und andere von außen kommende Zugriffe nicht mehr jedes Entity einzeln ansprechen, sondern diese Aggregates ansprechen. Und dann werden innerhalb dieser lokalen Entity-Verbünde nochmal weitergehende Aufrufe folgen. Wenn man das definiert, dann ist ein Aggregate ein Geflecht von Entities und Value Objects mit einem engen fachlichen Zusammenhang. Aggregates können in Varianten haben. Was das ist, das kommt gleich. Sie haben ein Root Entity, was hier in diesem blauen Aggregate herausgehoben dargestellt ist. Nur dieses Root Entity hat auch eine globale Identität. Das heißt, kann von überall her mit einem Repository gefunden werden. Die eingeschachtelten Entities und die Value Objects sowieso haben nur eine lokale Identität. Die können von außen also nicht gefunden werden. Das wiederum bedeutet, dass Query und Verweise nur auf das Root-Objekt existieren. Und ein Aggregate wird immer als Ganzes gelöscht. Wenn ich also das Root-Entity lösche, muss ich alle eingeschachtelten Entities ebenfalls löschen. Machen wir das mal an einem praktischen Beispiel, was aus dem Evans-Buch entlehnt ist. Wir sehen hier eine Anwendung aus so einem Shop-Kontext. Wir haben eine Purchase Order. Für diese Purchase Order gibt es ein Approved Limit, also ein maximales Budget, was diese Order haben kann als Umfang. Dann gibt es das Purchase Order Line Item. Das ist quasi der einzelne Bestandteil einer solchen Bestellung. Dieses Purchase Order Line Item hat eine Beziehung zu Part. Part ist sowas wie ein Produkt. Das hat einen Preis. Das heißt, die Bestellung besteht zum Beispiel aus 3 Stück von Produkt X und 5 Stück von Produkt Y. Die Invariante ist hier in geschweiften Klammern auf der Beziehung zwischen Purchase Order und Purchase Order Line Item dargestellt und lautet, dass die Summe der Einzelbeträge für die Line Items
kleiner gleich dem Gesamtlimit für die Bestellung sein muss. Spielen wir das Ganze mal an einem praktischen Beispiel durch. Wir haben ein Institut, das hat ein Bestelllimit von 5000 Euro, das ist das Budget, was noch da ist. Und wir haben zwei Labore in dem Institut. Das eine Labor ist betreut von Guido. Guido hat eine Bestellung aufgenommen, hat die Bedarfe erhoben und er hat bestellt zwei neue Notebooks und er hat zwei neue Tablets bestellt. Notebooks kosten 1200 Euro und Tablets 300, das heißt Guido hat jetzt eine Bestellsumme von 3000 Euro. Das zweite Labor wird von Fabian betreut. Fabian hat das gleiche gemacht, hat die Bedarfe ermittelt. Hier soll ein Laptop neu bestellt werden und zwei Tablets. Damit liegt Fabian bei 1800 Euro und in der Gesamtsumme sind wir bei 4800, also noch innerhalb des Budgets. Jetzt kommt der allseits geschätzte und beliebte Professor Dr. Gernot Gierig ins Spiel, der immer schlecht aushält, wenn andere etwas haben, was er nicht hat. Er sieht, es gibt Tablets und denkt, ich möchte auch eins. Und geht zu Fabian und sagt, hier, bitte bestell mir doch auch ein Tablet. Fabian schaut auf die Summe aus seinem Labor, das sind 1800 Euro. Er weiß, es sind ja 5000 Euro im Budget und denkt, das passt doch. Und bestellt noch ein zusätzliches Tablet. Damit haben wir drei Tablets. Damit steigt die Summe für das blaue Labor auf 2100 Euro. Und plötzlich haben wir insgesamt eine Budgetüberschreitung. Wie ist das passiert? Das ist deswegen passiert, weil Guido und Fabian jeweils auf ihre eigenen Bestell-Items geschaut haben, auf die Purchase-Order-Line-Items und nicht auf die Invariante, die für die Gesamtbestellung gelten muss. Wie könnten wir das anders und besser machen? Naja, wenn wir in der Purchase-Order Methoden hinzufügen würden, die das Hinzufügen und das Ändern von Line-Items, also von Bestellbestandteilen, regeln, dann könnte eine solche Änderung nur noch über die Purchase-Order, also nur noch über das Root-Entity stattfinden und wir hätten einen Ort, wo wir unsere Invariante prüfen können, also das Einhalten unserer Budgetgrenzen. Und damit würde der Fall sich so darstellen: Der Professor Gierig sieht das mit dem Tablet, spricht den Fabian an. Fabian ruft die Change-Line-Item-Methode auf. Die wirft aber jetzt eine Exception, weil durch die Prüfung ermittelt werden kann, dass die Budget-Obergrenze überschritten ist. Wie ermittle ich jetzt, was zu einem Aggregate gehört? Also wo verlaufen die Grenzen dieses Aggregates? Wenn ich davon ausgehe, dass ich mit R mein Root-Entity bezeichne und für ein anderes Entity I prüfen möchte, ob es ein inneres Entity ist, dann kann ich vier Regeln formulieren, die mir helfen zu beantworten, ob R und I in dem gleichen Aggregate liegen. Die erste Regel ist, I, also das innere Entity, tritt immer zusammen mit R, also dem Root Entity, auf. Das heißt, es gibt keine Query nach I, außer zusammen mit einer Query nach R, nach dem Root. Das zweite ist, alle Zugriffe von außen auf I erfolgen über R. Es macht also gar keinen Sinn, auf I zuzugreifen, wenn nicht R mit im Kontext ist. Dritte Bedingung, wenn R gelöscht wird, dann wird immer auch I gelöscht. Und vierte Bedingung, als optionale Bedingung, es kann Invarianten geben zwischen R und I und möglicherweise noch weiteren Klassen. Also Bedingungen, die zwischen diesen Entities formuliert sind und die immer gelten. Wenden wir diese vier Regeln mal an unserem Beispiel an. Wir haben unser Domain Model aus drei Entities und wir schauen uns mal diese beiden hier an. Gehören die zum gleichen Aggregate? Also Purchase Order ist natürlich unser prospektives Root Entity und I wäre Purchase Order Line Item, also ein mögliches inneres Entity. Erste Bedingung, tritt I immer zusammen mit R auf. Können wir bejahen. Wenn ich eine Query mache nach einer Bestellung, dann würde ich nicht nach einem Teilposten einer Bestellung direkt suchen, sondern ich würde immer diese Bestellung raussuchen und dann interessieren mich vielleicht auch die Details der Bestellung, wie eben so ein Teil dieser Bestellung. Kann man sagen, dass alle Zugriffe auf dieses innere Entity, also Purchase oder Line Item, immer über R passieren? Auch das können wir bejahen. Denn es macht keinen Sinn,
Wenn ich zum Beispiel von außen einfach irgendein Line-Item verändere, ich muss ja schon wissen, was die zugehörige Bestellung ist, sonst habe ich den Kontext gar nicht beisammen. Dritte Bedingung gilt es, dass wenn ich die Bestellung lösche, also Purchase Order, dass dann auch die entsprechenden Teilposten gelöscht werden. Ja, klar, gilt das. Das macht ja keinen Sinn, dass ich die aufhebe, wenn die Bestellung weg ist. Und wir haben schon gesehen, es gibt natürlich in Varianten, nämlich die schon genannte, dass die Summe der Teilbeträge kleiner dem Gesamtbudget bleiben muss. Das heißt also, die beiden sind schon mal ganz sicher ein Aggregate. Und jetzt schauen wir doch mal, ob sich das ausweiten lässt auf unser gesamtes Domainmodell. Also ist auch Part ein Teil unseres Aggregates. Ist es so, dass I immer zusammen mit R auftritt? Gibt es keine Queries auf I unabhängig von R? Und da muss ich sagen, nein, das ist nicht der Fall, denn Part ist so was wie ein Produkt und ich kann mir ja vorstellen, dass ich einen Produktkatalog habe, in dem alle Produkte meines Webshops verzeichnet sind und dass ich zum Beispiel ein Attribut wie den Preis dieses Parts, dieses Produkts mal ändern möchte. Ist es so, dass alle Zugriffe auf I nur über R passieren? Nein, das ist auch nicht der Fall, denn ich habe ja eben schon den Use Case genannt. Ich bin zum Beispiel Produktmanager und gehe einmal durch meinen gesamten Katalog durch, um die Preise zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. Dann würde ich auf Part direkt zugreifen, ohne dass ich irgendwie auf konkrete Bestellungen zugreife. Die interessieren mich an der Stelle gar nicht. Dritte Bedingung ist es so, dass wenn eine Bestellung gelöscht wird, dann auch die entsprechenden referenzierten Teile gelöscht werden. Natürlich nicht, weil die bleiben ja in einem Produktkatalog enthalten, auch wenn ich jetzt die konkrete Bestellung storniere. Und die Invarianten brauche ich dann gar nicht erst prüfen. Also hier sehen wir, das ist ganz klar nicht erfüllt. Das heißt, Part ist nicht Teil meines Aggregates. Das Aggregate bleibt also in den eben skizzierten Grenzen. Damit haben wir die wesentlichen Eigenschaften eines Aggregates umrissen. Es ist ein Geflecht von Entities und Value Objects mit einem ausgezeichneten Root Entity und es muss sichergestellt sein, dass diese Entities in dem Geflecht fachlich zusammengehören und dass alle Zugriffe immer nur über das Root Entity erfolgen können. Und dann haben wir sichergestellt, dass es ein Aggregate ist.